Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von 7 Days to Die Together. Und jo, der Aeox hat hier eine Arschheizung. Oh, schön warm. Dass das nicht brennt. Ach, ich habe nur so ein heißes Gefühl. Und naja, muss man jetzt die Fürze zurückhalten nachher, wenn man das Haus noch hab. Mhm. Allein schon die Steine sind da auch glühend heiß. Nee. Na okay, und offscreen haben wir hier mal, oder habe ich mal mit der Motorsäge, die ich mir im Shield-Mode geholt habe, hier die Kiste weggesägt und naja, da Aeox hat die gerade in die Türen gesetzt. Oh yeah, eine Tür. Mhm. Die Tür offen stehen lassen. Wolltest du nicht mit rauskommen? Nö, nö. Okay. Ich klebe ganze Zeit um meine Maus. So, dann werde ich... Oh fuck, hast du Essen? Oder ich trinken. Hab grad Isolierband an den Fingern. Das geht ja, sonst auch. Ich hab Oldsham Sandwich. Okay, dadurch verliert man glaube ich Leben, soweit ich weiß. Und ein Bloodbag. Bloodbag. Blood. Ja, es bringt mir nicht viel, leider. Oder macht das auch Hunger voll? Das gibt Health, Fullness und Hydration. Hydration, ja gut, dann brauche ich das einmal. Okay. Weil ich bin sonst gleich tot. Mm. Danke. Wie gesagt, ich bin mal ganz kurz die Maus am Kleben. Weil dadurch kommt immer, weil das Kabel offen liegt, spackt immer die Maus ab. Ja, weil du deinen Finger mal reinhältst. Nein. Der wird ja gerade so vor. Weil das schließt dann sozusagen den Stromkreis mit dem... Der Stromkreis eben, das Signal ist gestört dadurch. Bin auch gestört. Ich suche gerade mal Zombies, ob hier noch welche in der Wohnung sind. Und dann kannst du da vielleicht noch mal eine Tür machen, die wir dann unten... Okay. Kannst du mal runter zur Garage kommen, hier sind gerade keine Zombies im Haus. Okay. So. Oh, wir haben direkt nebenan sogar noch einen kleinen See hier, den habe ich noch gar nicht gesehen. Also ich kann runterkommen, sei sicher. Ja, alles sicher. Vielleicht warm komme ich runter. Nö, ich habe gerade noch einen Zombie umgelegt, hast du vielleicht gehört. Achso, hast du Stöckchen für mich? Nein, habe ich nicht. Verdammt. Glaub ich nicht, ich kann welche machen. Okay, weil ich bräuchte welche, dann kann ich mir so einen Steinhammer machen. Oder so eine Steinaxt. Wo bist denn du? Ich bin hier unten bei der Garage, da wo man dann immer rauskommt. Okay, dann setze ich da mal eine Tür ein. Jo, ich würde das denn hier hinmachen. Richte noch vor. Jo. Mit welcher Taste drehe ich das nochmal? Mit der linken. Da kommt gerade ein Zombie angewatschelt, aber der kommt nicht zu dir, also. Alles in Ordnung hier, der. Steht nur hier vorne und naja, ist jetzt tot und sowas, ne? Also. Da kann ich nicht setzen. Sonst werft die mal raus, dann mache ich das. Nee, weil da glaube ich keine gefestigten Blöcke sind oder so. Okay. Boah, jetzt ruckelt's gerade ein bisschen bei mir. Sonst guck mal, ob hinter mir ein Zombie gerade kommt. Kannst ja kurz rausgucken. Einfach dann Bescheid sagen. Soll ich die eher außen bauen oder eher nach innen? Ja, nach außen glaube ich, oder? Hä, leuchtet alles grün, ich kann sie hier wirklich nicht... Hä? Ja, vielleicht weil es kein geschlossener Raum wegen den Dingern hier ist. Garagendingern. Ich weiß es nicht. Sonst bau doch einmal... dann fäll ich hier kurz einen Baum, dann bau einmal diese... Wooden Frames? Genau. Ich kann welche bauen, ich habe noch Holzplanken. Ah gut, dann mach mal. So, das müsste ja erstmal reichen, ne? Wobei ich glaube, du kannst die ganze Garage zubauen, sonst kommt hier noch welcher durch, ne? Okay. Ach ja. Sicher noch ein Haus. Ja.
so langsam. Fuck, ich brauche echt was zu essen, ey. Dass wir hier nichts haben. Oh, scheiße. Ich weiß auch nicht, wo ich so schnell was hernehmen kann, ne? Ja, ich, nee, ich gehe mal eben rüber zum nächsten Haus, weil sonst gehe ich ja echt noch drauf. Muss ich da leider mal kurz alleine lassen. Aber ich denke, das wirst du schon überleben, ne? Hoffe ich. So, jetzt habe ich kein Holz mehr. Jetzt ist die Garage sozusagen sperrangelweit offen. Ja, musst du ganz kurz. Das ist ja noch ein Knochenmesser, oder? Ja. Gott, jetzt ich habe auch noch so ein Klapp. Das kannst du auch gerne haben, so ein Barrett Klapp. Oh ja. Das kannst du auch gerne haben, das brauche ich auch nicht so gut, gar nicht. Ja gut. Dann... hier haben wir noch ein Ei, ne? Ah ja, genau, ein Ei, stimmt das. Aber Ei, wir haben... Potato. Eine Kartoffel auch, ja, aber... Das müssen wir erst alles braten, sonst gehe ich hier drauf wegen... Ne, Vergiftung. Was denn für... Na, dann besorge ich dir gleich mal Rohre. Kannst ja erstmal Holz, damit wir das Ding dazu bekommen, weißt du? Jo, das hole ich dir auch noch gleich. Aber ich muss hier erstmal kurz rein. In die nächste Hütte. Ist hier was drin? Bitte nein, im Ofen ist nichts drin. Was sie ihre Häuser hier so verbarrikadiert haben, verstehe ich gar nicht. Ein Kühlschrank, zwei leere Gläser, na super. Wie das klingt, ich verstehe das gar nicht. Ich habe einen Schlaubenschlüssel, genau. Ein Schlaubenschlüssel. Ja. Iron Bars, Torch, Korn. Oh, willst du eine rote Hose haben? Nö, glaube ich wenigstens halt nicht ein Dings rum. Ach ja, stimmt. Ja gut, dann bringe ich dir die gleich vorbei. Nachher muss das Ganze noch indizieren, ja? Mit diesem sexy Körper. Das ist denn gerade so schwul. Mhm. Oh Mann. Du seid halt nie wieder was, ne? Ja. Oh bitte, hier muss doch was Anständiges drin sein. Hier sind nur Pillen drin, was ist hier? Pille kannst du gebrauchen. Das wusste schon Charlie Sheen. Boah, hier ist noch eine Tür, also die Keller, also wurde schon ordentlich wieder was gemacht. Auch beim Keller jetzt hier zum Beispiel, da sind jetzt auch mal mehr Barrikaden drin und alles. Ich suche die ganze Zeit was. Ich find's aber nicht. Und was? Oh, ich mache einmal Cut, bis gleich. Bis gleich. Und wir sind wieder da. Ich zerkloppe gerade eine Tür. Oh, ich bin fast... Ja, ich würde wohl gleich auch sterben. Ja, ich habe auch kein Essen mehr, kein Trinken mehr, also... Ja, sonst... Da, eigentlich kann man sich auch sterben lassen. Weil wir spawnen ja eh hier. Könnte man machen, oder wir bringen uns gegenseitig um. Dass ich dann wenigstens hier wieder laufen kann. Und danach haue ich dich dann um. Ich hätte erstmal gesagt, wir machen die Garage nicht so lang. Jo, oh, hier sind noch ein paar Schränke. Ja, ich habe was zu essen. Yes. Und Kaffeebohnen und sowas. Sogar noch ein Glas zu trinken. Oh, yes. Ich nehme das mal eben kurz zu mir, okay? Mhm. Okay. Also ich will vorher gleich abkratzen. Ja. Oh, das hat so gut wie nichts gebracht, also. Ich gehe erstmal ins nächste aus, vielleicht finde ich da direkt noch was für dich. Ja, mal gucken. Ziehen zu lange mal um. Ja, mach mal. Ich bin nur eine Hose und ich bin Man of the World. So, ich verpiese mich dann mal wieder nach oben. Ja, mach mal. So, ein Zombie unten die Wand kaputt gekloppt. Oh oh. Also ein Blocker. Ne? So. Oh, hier ist so eine Art ja, Camp oder sowas. Okay. Let it take you. Oh, vielleicht gibt's hier was zu futtern. Und mir fehlen immer noch meine Metallrohre, dann kann ich endlich anfangen.
Hier sind sogar noch zwei, dann haben wir drei. Oh, hier ist ein Safe, mal gucken, was da drin ist. Weil BAM, Zombie von hinten. Nee, ich bin hier auf so einer sicheren Plattform, hier ist eigentlich relativ safe. Sag das doch nicht zu früh. Naja. Und? Ey, ne? Nichts Besonderes. Gerade Pipi eingegeben, ich wollte Pipe eingeben. Ach, Pipi kannst du ja auch craften. Pipe machst du denn aus so ein... Also du verarbeitest einen Eisenbarren und das was... Genau. Oh Mann, wieso ist in diesem Camp nichts zu essen? Ich habe nur vergammeltes Brot hier gefunden. Das ist scheiße. Naja, ist besser als nichts, aber... Ja, ich habe auch noch zwei vergammeltes Brot. Cooking Glue. Ich glaube, ich nehme das jetzt einfach mal zu mir, ich meine... Sonst hungere ich hier noch. Ja. Wenn ich den Grill hab, dann kann ich auch endlich diesen Golden Rod Flower Tee kochen, ne? Okay. Tee. Ah. Ja, der macht ja das weg wieder. Ah. Ui, das bringt ganz viel, das Brot. Vergammeltes Brot bringt mehr. Ja. Für den Cooking Grill brauche ich jetzt noch 6 von diesen Pipes. Okay. Dum, 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 dum. Jetzt habe ich Joa. Zwar gerade kein Wasser mehr, aber egal. Also das vergammelte Brot bringt ordentlich was. Und eins kannst du essen, dann bist du noch nicht vergiftet, wenn du nur eins isst. Dann friss ich mal eins. Ja. Aber dein Trinken geht halt, oder deine Ausdauer geht dann im Arsch, wenn du vergiftet bist. Kann ich einen so ein Water, so ein kaputtes Wasser trinken, was meinst du? Den kriegst du dünn. Eins könnte gehen, aber ab zwei kriegst du, glaube ich, Dünnschiss. Ah, eins geht echt nicht. Ach, der Magen knurrt schon mal. Mhm. Aber ich habe noch kein Zeichen da unten. Mhm. Ich habe mein Inventar immer wieder so voll gestopft. Stopfer. Oh, ich hoffe, ich krieg bald endlich meinen Grillrost. Ja, ich hoffe es auch. Was? Ich hoffe es auch, weil dann können wir endlich was essen, was anständiges. Mhm. Jagen gehen und so weiter. Da bringt das auch was. Wasser abkochen vor allen Dingen kann ich... Apropos, ich habe gerade ja nichts zu tun, also kann ich mir mal so ein Glasschalen nehmen, hier, die hier drin sind. Geh mal zum Scheißhaus. Ja. So, ist hier drin was Anständiges. Ach Mann, ich hoffe, hier so ein Zombie lässt noch mal irgendwas fallen. Oh, fuck, war das knapp. Du, wie wär's, wenn wir mal die Garage bald mal zumachen, oder? Ja. Fällt mir gerade noch mal ein, ich habe da gerade irgendwas gehört unten. Muss mal eben gucken. Gut, da hinten ist unser Home. Ich fäll dir mal eben Baum. Wird aber etwas länger dauern, weil ich halt ziemlich wenig Ausdauer habe. Ja, es wird sich ändern. Wenn wir diese scheiß Pipes haben. Yep. Oder woraus können wir so Mulden machen, diese Mold? Aus Lehm. Kriegen wir dieses Lehm. Ja. Naja, aus dem Boden. Ach. Ja. Also beim Wasser ist es dann meistens. So wie im echten Leben. Für 5 Lehmklümchen bräuchte ich. Jo, ich bin übrigens wieder unten bei der Garage, kannst du mal eben herkommen. Hier kann man nochmal aufstehen. Mal so. Steuerung. So, ich hab das ganze Zeit noch auf einer anderen Taste in Kopf, aber. Shift oder sowas, ne? Ja. Jo. So, ich fühl mal, das war's hier unten auf dem Scheißhaus auf. Jo. Nein. Ah, fuck. Du hast es getrunken, ich hab's gehört. Ja, aus Versehen. Vor welchen Grillrost. Jo. Klickt ihr das mal hier im Nachtschrank? Auch die Hose und so weiter. Dass du denn schon mal wieder was einlagern kannst. So.
Bleibst denn noch ganz kurz hier? Ja. Dass ich da beim Craften nur übergehauen werde. Du kannst dann auch normal weitergehen, ne? Also du musst nicht immer im Inventar bleiben, das macht er dann noch offscreen sozusagen. Ich schäle gerade hier nochmal einen Baum. Jo. Du, ich weiß, wo wir vielleicht so Iron Pipes herbekommen. Falls es immer noch so ist wie damals. Wo wir was herbekommen? Diese Iron Pipes. Okay. Bei diesen Dingern hier vorne. Okay. Ich ruckel gerade ein bisschen, na wobei das Let's Play ist eh vorbei. Da erinnert mich Fraps irgendwie gerade dran, ruckelt dann immer. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder und nein, bis dann, ciao. Ciao.